Hallo Menschen, ich wollte euch heute mal ein bisschen erzählen, wie das eigentlich so ist, Buchhändler zu werden, weil ich das mehrmals in den Kommentaren gefragt werde oder Leute auch wissen wollen, wo ich arbeite und dergleichen. Ich hatte mich genau aus diesem Grund bisher gescheut, dieses Video zu drehen, weil ich eigentlich online nicht breit treten wollte, wo genau ich arbeite, zumal man ja auch so eine gewisse Geheimhaltungsklausel unterschreibt, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten. Ich will natürlich hier keine Betriebsgeheimnisse breitreten, sondern euch eher vom Alltag erzählen, was man halt so macht, ob das was für euch wäre. Und ich hoffe natürlich, dass online mir jetzt keiner einen Strick draus dreht. Es ist eigentlich alles ganz unverbindlich, aber durch die paar Interviews, die ich gab, wissen ja jetzt inzwischen eigentlich auch alle, in welcher Stadt ich arbeite. Und tatsächlich kann man, glaube ich, bei uns alle Buchhandlungen so in ein, zwei Tagen mal abgehen. Das heißt, wer möchte, findet auch heraus, wo ich arbeite. Und es ist ja einfach nur so als Infovideo für euch gedacht. Vielleicht auch, wenn ihr überlegt, ob das etwas für euch wäre. Wenn wir am Anfang beginnen, kann ich euch leider gar nicht viel zur Ausbildung erzählen, denn ich bin Quereinsteiger. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert und während des Studiums ein Praktikum in dieser Buchhandlung gemacht, um eben auch mal so eher die wirtschaftliche Seite des Literaturbetriebs kennenzulernen und hatte dann das finanzielle Glück, dass ich während meines Studiums dort weiter als Aushilfe arbeiten konnte. Ich bin vermutlich auch einer der wenigen Menschen, die direkt nach ihrem Master übergangslos in eine Festanstellung eben auch in derselben Buchhandlung übernommen wurden. Das heißt, Quereinsteigen ist auf jeden Fall möglich. Man muss halt das ganze Praktische nochmal lernen. Also irgendwie die Merkmale des Sturm und Drangs aufzählen nützt einem nicht besonders viel in der Buchhandlung. Und insofern glaube ich, dass eine Ausbildung auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Aber man kriegt es schon hin. Es sind jetzt keine tiefen Mysterien des Buchhandels, die man irgendwie nicht noch dann praktisch, während man schon dort ist, erlernen könnte. Was jetzt den Alltag betrifft, ist es, glaube ich, auch ein riesengroßer Unterschied, ob ihr irgendwie die kleine Buchhandlung im Künstlerviertel seid oder eher eine große oder vielleicht eine Bahnhofsbuchhandlung oder dergleichen. Bei uns ist es so, dass die Ware morgens im besten Fall schon geliefert wurde von den Großlagern. Im Winter kann das auch immer mal ein bisschen schief gehen, da kommt sie erst später und dergleichen. Und wir packen die eben vor Ladenöffnung aus und räumen die dann während des Tages. Ich sag mal, jetzt im Sommer, wo sowieso etwas weniger los ist, dauert das vielleicht maximal 2 Stunden, würde ich sagen, und den Rest des Tages ist man eben für den Kunden da. Weihnachtszeit rum kann es auch bis zum Abend noch dauern, bis man alles verräumt hat, weil eben die Kundschaft da ist, was natürlich eigentlich sehr schön ist. Also es stört ja nicht, sondern man möchte natürlich, dass Kunden im Laden sind. Ansonsten hat man jetzt zum Beispiel im Sommer tatsächlich nicht viel zu tun. Man kann sich natürlich die Zeit so ein bisschen vertreiben, indem man mal einen Tisch umräumt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die in kleineren Buchhandlungen eher selten vorkommt, weil man gar nicht so viele Tische hat oder die nicht ständig jetzt irgendwie thematisch umräumen kann. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, manchmal vielleicht auf Arbeit zu lesen. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich, wenn ich in eine Buchhandlung komme und der Buchhändler ein Buch liest, finde das absolut normal. Das ist quasi das, um was es geht. Also ich habe da absolut nichts dagegen, aber ja, das ist Geschmackssache, was man davon hält. Man ist ja trotzdem eigentlich noch bereit für den Kunden. Also es ist ein ganz anderes Lesen als zum Beispiel an der Haltestelle, wenn ich so da sitze und von niemand angesprochen werde, sondern man steht da trotzdem irgendwie noch so am Tresen und guckt herum und ist bereit für den Kunden. Bei uns ist es auch so, dass ein paar Kollegen eher hinten in den Büros sind, während die anderen halt vorne im Laden für den Kunden da sind und die machen halt eher so ein bisschen Papierarbeit, bestellen verschiedene Sachen oder wir remittieren, also schicken auch Bücher zurück und dergleichen. Das ist bei uns ein bisschen getrennt, wobei sich das auch alles immer durchmischt. Was man tatsächlich auch so beim Arbeiten in der Buchhandlung lernt, ist, andere nicht zu verurteilen, auch wegen ihres Lesegeschmacks. Und meine ich auch absolut so, lest, was ihr wollt. Ich persönlich würde bestimmt 3/4 unseres Bestandes raushauen. Daran hört ihr wahrscheinlich auch, dass ich gerade nicht in der kleinen Künstlerbuchhandlung arbeite und finde das aber auch nicht schlimm. Also wenn halt für verschiedene Leute was da ist, finde ich eigentlich eine gute Sache, dass verschiedene Leute etwas für sich finden können, was ihnen gefällt. Ich mag das auch, dass meine Kollegen alle wirklich literaturbegeistert sind. Die versuchen auch immer mal so ihre eigenen Lieblinge mit reinzubringen. Aber man muss zugeben, dass sich das bei uns tatsächlich nicht so gut verkauft. Oder mal so, aber es ist vielleicht doch ein bisschen ein anderer Geschmack und ich meine das absolut nicht abwertend oder negativ, wenn ich sage, es ist okay so. Genau. Was man immer bedenken muss, bevor man halt in den Buchhandel geht, auch Buchhandel ist Einzelhandel. Hier könnte ich mir ebenfalls vorstellen, dass es vielleicht in so einer etwas kleineren Buchhandlung, vielleicht mit einem ausgewählteren Klientel anders ist, aber bei uns kommen einfach sehr viele Menschen rein und es wird immer einen kleinen Prozentsatz an Menschen geben, die gefühlt nur dafür existieren, um Elend zu verbreiten. Die sind unhöflich, die sind herablassend, ungerechtfertigt wütend.
Die schreien einen an, weil man einen Mixer, den man natürlich nicht bei uns gekauft hat, nicht für sie einpackt in der Weihnachtszeit, während gerade 10 Meter lange Schlangen an der Kasse sind. Die werfen Bücher weg, manchmal irgendwie mit einem nicht übereinstimmen und dergleichen. Ich meine, das ist ein kleiner Prozentsatz, aber es hat tatsächlich ein ganzes Stück gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, damit auch ganz gut umgehen konnte und dergleichen. Aber im Endeffekt sind das die Kunden, über die man spätestens in einer Woche lacht, die irgendwie absolut übertrieben reagieren, die einen schlechten Tag haben und das an dir auslassen wollten. Aber man muss einfach damit rechnen. Also es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Leute sind manchmal einfach pampig und unhöflich und dergleichen und damit muss man rechnen. Bevor ich da anfing zu arbeiten, war ich tatsächlich auch sehr, sehr schüchtern. Also ich bin immer noch introvertiert und möchte daran auch nichts ändern, aber das Arbeiten in der Buchhaltung hat mir so sehr geholfen, auch mit groben Menschen eben umzugehen. Nicht mehr nur jetzt so in der Ecke zu sitzen und sagen, ja, haben Sie recht und so. Und das ist mir so lieb, dass ich das jetzt etwas besser kann, auf jeden Fall. Und womit man eben auch rechnen muss, ist, dass zum Beispiel zur Sommerzeit nicht viel los ist manchmal. Oder dass man halt so einen Tag hat, an dem möchte überhaupt niemand über Bücher reden. Die wollen nur irgendwie ein Geschenk für jemanden, von dem sie gar nicht wissen, ob der liest. Also geben Sie mir doch bitte einfach schnell was von der Bestsellerliste und so. Das Komfort ist ja auch okay. Manchmal weiß man einfach nicht, was man verschenken soll. Da steht man halt manchmal auch ein paar Stunden lang einfach dort und eigentlich all das, was man im Sommer nicht tut, das kommt dann geballt zur Weihnachtszeit. Da ist wirklich Stress, aber halt, ich finde immer noch meistens die positive Art von Stress, die einen so ein bisschen fordert und dann kommt man abends heim und hat auch das Gefühl, man hat ordentlich was gemacht. Ja, man muss sich einfach auch damit abfinden, dass man eben nicht nur sein Lieblingsbuch verkauft. Wie gesagt, das ist eigentlich auch okay. Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, dass es auch Rabatt gibt auf die Bücher für die Mitarbeiter. Wie ich jetzt erfahren habe, ist das unterschiedlich von Buchhandlung zu Buchhandlung. Es macht sich aber bemerkbar. Es ist sehr hilfreich für jemanden, der viel liest. Und dann kann man noch erwähnen, dass es in Abständen halt mal so Leseexemplare von Verlagen gibt. Also entweder so für die ganze Buchhandlung, dir schicken sie einfach welche und man kann die sich ausleihen und wir bringen die dann zurück. Oder man kriegt auch in Abständen mal selbst eins, wenn man das anfragt. Also nur für mich persönlich, was ich dann auch mit nach Hause nehmen kann. Und ich glaube, das war alles. Ich bin natürlich gerne bereit, noch weitere Fragen zu beantworten. Ich hoffe, auch YouTube informiert mich vielleicht auch später noch darüber, dass jemand Fragen gestellt hat. Das Nachrichtensystem auf YouTube ist sehr fragwürdig. Aber das waren erstmal so die ganzen Fakten, die mir spontan einfallen. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe das Video natürlich vorbereitet. Das ist überhaupt nicht spontan. Egal. Auf jeden Fall habe ich erstmal nichts weiter zu sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.